Kulka zu bunter Magie. Tamus Adulla Toval Padrace. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Outer Rim. Granny Champion zu Pixolito Sepulva. Eine Nachmeldung. Der junge Anakin Skywalker. Ein Junge aus der Gegend. Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Was bedeutet das, alter Mann? Oh Gott. Wir dürfen selbst fliegen. Okay. Sicher? Jetzt geht es in die Pilzmeter. Also das sind mal Pilze, die ich nicht sammeln möchte. Jubelergo, der Buschstuhl. Also das Gute ist ja, dass ich aktuell meinen Führerschein mache. Au. Okay, wir müssen hier natürlich Beschleunigungsstreifen mitnehmen. So. Au. Wir haben wenigstens... Au. Okay. Welchen Platz sind wir denn? Wow, das ist schon besser. Ich wollte gerade in die Tribüne reinfliegen. Au. Und dabei fliegen wir nicht mal so gut dann. Nein, wenn ich gewinnen will, muss ich sie wieder befestigen. Ja, echt jetzt? Warum fliegt die denn weg, Junge? So. Au. Naja, bei unserem Flugstil kann ich schon verstehen, weshalb die hier wegfliegt. Egal wie viele Augen man hat, in den stockdunklen Laguna-Höhen sieht man trotzdem nichts. So, erster. Ich darf nicht daran denken, in die Tribüne reinzufliegen. Ich hoffe doch. Boah, ey. Komm schon. Ey, als ob. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde hier voll sabotiert. Von mir selbst. Das ist bestimmt nicht gut. Sind sie das? Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr es gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Mann, guck mal, das viele Geld. Jetzt
kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen. Wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Hm. Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Ja, Arme. So. Freies Spiel freigeschaltet. Sehr schön. Auch hier wurden wir kein wahrer Jedi. Aber gut zu wissen, dass wir da allein schon 3 Steine herbekommen. Das heißt, 2 fehlen schon mal daher und hier dann halt der dritte. Okay, dann weiß ich schon mal, wie wir hier die 3 Steine vollbekommen. Und C3PO hätten wir auch noch kommen können. Schnell zurück zum Schiff. Ihr meint, ich darf mit euch in eurem Raumschiff mitkommen? Wenn Meister Obi-Wan nicht an Bordo gehen und wir sie hier lassen. Wir mögen Jar Jar gar nichts. Ich weiß nicht, Jar Jar. Ich bin sicher, er findet dich sehr charmant. Okay. Wo hast du... Alles okay? Alles cool? Alles cool? Okay, will hier den Schlüssel nutzen. Ich weiß schon, wie man so einen Schlüssel als Nutzen hat. Ich kann hier nicht helfen, aber es wird sicher eine andere Lösung geben. Okay. Haben wir denn schon einen? Okay, wir haben schon... wir hätten... wir hätten das schon machen können beim letzten Mal. Okay, dann müssen wir hier nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen sowieso jeden Planeten nochmal uns angucken. Und ich weiß, dass mir empfohlen wurde, erstmal mit der Story durchzuspielen, bis ich dann halt ein paar Charaktere habe und dann nochmal zurückzukommen. Denn es wird einiges sein, was wir hier sammeln dürfen. Ich mach nachts mal Öl. Machst mir das doch Öl. Ey, du mit deinem Öl. Gut. Ja, hier kommen wir, wie gesagt, nicht hoch. Dann bräuchten wir einen Schrottsammler. Aber... haben wir hier nicht einen Schrottsammler? Mit Jar Jar Binks. Jar Jar Binks ist nicht der Schrottsammler, den sie haben wollen. Dann, ja. Machen wir das, wenn wir wirklich einen Schrottsammler haben und nicht nur den wir aus den DLCs haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir hätten hin... Achso, da. Da oben ist schon der nächste Stein. Ja, wie gesagt, also, ne, wir gehen ja sowieso nochmal zurück hier zu jedem Planeten. Da haben wir auch wirklich eine größere Auswahl an Charakteren. Das Wichtige ist halt nur, dass wir in den Levels die wir halt mitnehmen können, dann auch wirklich mitnehmen. Hey,
Müsst ihr irgendwohin auf den Planeten fliegen? Lass mich in Ruhe. Anakin, runter! Oh, komm mal, Fisch! Sie sollen schlafen! Immer diese Technologie. Tja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. Okay. The Interior. Okay, wir müssen zum Senatsbezirk und wir haben auch... Die Planeten haben auch eine Prozentanzeige, also müssen wir die Planeten... Ja, okay, ist klar. Könnten uns kurz den Weltraum über Coruscant angucken. Vielleicht können wir ja da schon ein paar Steine abgreifen. Wow! Das ist Coruscant. Der ganze Planet ist eine einzige große Stadt. Kein Sand, weit und breit. Was zur Hölle haben wir hier? Ah. Mal, dieser Droide braucht doch gar nicht alle seine goldenen Schiffe, oder? Das hier ist jetzt meins. Das kriegst du nicht. Wie, das krieg ich nicht? Ah, dann müssen wir schießen. Ah, das zählt auch. Sehr gut. Du verstehst echt keinen Spaß. Ich will keinen Ärger mehr mit dir. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nämlich eigentlich das hier. Nämlich einen Kyber-Steinkomet zerstören. Na komm. Boah, jetzt ist das Ding hier im Weg. Sehr gut. Konnten wir einen weiteren Kyber-Stein für uns sichern? Dann gehen wir zum Senatsbezirk. Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Meister Jedi,